Hallo, grüß euch. Ich mache heute ganz was Erfrischendes und Sommerliches, obwohl wir leider noch keinen Sommer haben, aber wir leiten in der Küche. Und zwar habe ich da Olivenöl. Wir machen Spaghetti al Limone. Dann haben wir Zitronensaft. Dann haben wir Parmesan. Nehmen wir noch ein bisschen drüber. Und dann haben wir den Abrieb von der Zitrone. Von einer Bio-Zitrone, aber trotzdem bitte heiß gewaschen. Und bitte nicht das das Weiße dazu, weil sonst wird es euch bitter. Das tun wir jetzt mischen. Dann kommt Salz und Pfeffer. Das verrühren wir nochmal. Man kann da ein bisschen ein Chili dazugeben, das kommt drauf an, was ihr schmeckt. Wenn die Soße euch zu sauer ist, dann tät ich einfach ein bisschen Zucker dazu. Ich stelle jetzt das Nudelwasser auf, da werden die Nudeln gekocht. Dann kommt diese Soße, aber das machen wir zusammen, wenn die Nudeln fertig sind, über die Nudeln drüber und da kommt nachher noch frisches Basilikum drüber. Wer Basilikum nicht so gern mag, kann selbstverständlich einen Petersil nehmen. Das Nudelwasser kocht jetzt gleich und wenn die Nudeln fertig sind, bin ich wieder bei euch. Gell? So, die Nudeln sind abgeseit. Ich tue euch das Video oder in das Rezept vom Nudeltag dazu. Das sind nämlich heute Dinkelnudeln, halb mit Weizengrieß. Jetzt tun wir das Ganze da drüber schütten. Ich nehme jetzt da einen Spatel, weil wir lassen nichts verkommen. Dann tun wir das mischen mit den Nudeln. Riechen tut es fantastisch. Und dann tun wir noch Basilikum dazu. Das könnt ihr jetzt entscheiden, wie viel es schmeckt. Ich finde das immer sehr erfrischend und gut. Und Zitrone und Basilikum ist natürlich, passt natürlich sehr gut, das ist immer ganz klar. So, jetzt holen wir uns die Teller. Nehmen wir die Gabel. Das andere ist leider im Geschirrspüler. Tun wir das. So auf. Dann tun wir da noch ein bisschen Parmesan auf. Und noch ein frisches Basilikumblattl. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Das ist relativ ein schnelles Mittagessen. Auch wenn man die Nudeln selber macht. Mach ein Foto, stell's ins Netz. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Pfiat euch!